Was probiert mit deinem neuen Complex Profile GDL, wo man sich die Profile anzeigen lassen kann. Ich habe Folgendes gemacht. Ich öffne es mal. Ich habe hier einfach einen neuen Parameter hinzugegeben, und zwar unter Parameter IDS 1. Das habe ich deshalb gemacht, das IDS-Skript, und habe nicht mehr 0, sondern IDS hier stehen. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich ein neues GDL gemacht habe, nämlich das hier, Sturm O, wo ich einfach hier einen einzigen Parameter oft reingegeben habe. Sonst habe ich alles gleich gelassen. Master-Skript nichts, 3D-Skript, Eigenschaften-Skript, Parameter, nichts. Nur ein 2D-Skript, einen Hotspot und dann soll er, so oft ich eben will, dein Objekt laden, die Parameter übergeben. Nur er soll bei den Profilnummern einfach durchzählen. Und die ID einfach mal 1000 nehmen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Mal 100 würde wahrscheinlich auch schon reichen. Und dann soll er einfach das Ganze in Y um minus 1 verschieben. Und das macht er so oft ich eben hier oft reinschreibe. Steuerung S. Das heißt, wenn ich das Ding dann reingebe, Steuerung hat das T. Mal sehen, müsste eine Quellenmeldung kommen, weil so viele Profile habe ich jetzt nicht drinnen, 30. Dann listet er mir alle Profile, die irgendwo drinnen sind, einfach auf. Ob es genau 30 sind, kann ich jetzt nicht sagen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wie viel habe ich wirklich drinnen? Profilmanager. Ja, da sind sehr viel mehr drinnen. Aber vermutlich habe ich irgendeinen Parameter nicht richtig übergeben. Ist ja egal. Aber jedenfalls ist es möglich, sich sowas auf die Schnelle zu basteln. Schönen Tag, ich speichere das noch ab und gebe euch den Dropbox-Link. Und